Wir gehen heute über die Friedensbrücke mal wieder. Und da sind wir recht beliebt und wir besuchen mal die netten Menschen, die da in den flachen Häusern rechts von der Friedensbrücke wohnen. Grüßen und winken. Und also Dürerstraße, sogenannten Golanhöhen, über den Schliebenkreisel, Friedensbrücke, Lauengraben, kommen wir da wieder zurück und rausgehen wir über die Reichenstraße, innere Lauenstraße. Also eine bekannte Route, die eigentlich immer ganz schön ist, mit einer schönen Aussicht auf Bautzen. Ja, das habe ich schon gesagt. Also ihr könnt diese Teile hier wegnehmen. Hier liegt auch noch eine Friedensfahne, die könnt ihr euch mitnehmen und ein Friedensbanner. So, in Richtung Reichenstraße bewegen sich die Leute schon. Von hier startet heute der Montagsspaziergang. Thank you.
Thomas. Hallo. Ja, am Anfang auf der Kundgebungsfläche sieht das immer nicht so erbaulich aus, was die Teilnehmerzahl betrifft, aber Bautzen bleibt stabil hier. Das ist schon wieder gewaltiger und stimmungsvoller, friedlicher Montagsspaziergang. Aufzug hier, der sich gerade die Reichenstraße entlang bewegte. 18.30 Uhr mittlerweile. 19.06 Uhr. Hier kommt der Motorrad auf den Kornmarkt. Da vorne ist Blaulicht zu sehen, also muss der Aufzug bald wieder auf der Kundgebungsfläche erscheinen. Wir sind 19.12 Uhr mittlerweile, wir sehen die Abschlussfahrzeuge der Polizei am Kornmarkthaus angekommen.
die Spitze des Aufzuges nun wieder bereits auf der Kundgebungsfläche. Dahin werde ich mich jetzt auch begeben. Mir wurde vom Zählenden des Veranstalters erst gerade die Teilnehmerzahl 600 mitgeteilt. Also vierstellig sind wir hier auch nicht mehr. Heute hätte es gerade, als ich den Aufzug durch die Reichenstraße kommen sah, gedacht, ja, an die 1000 ran. So, schauen wir mal, was für Redebeiträge noch zu erleben werden heute sein. Ja, ein schöner langer Zug war es heute und wir hatten fantastisches Wetter und sind ein bisschen leiser. So. Ja. Jetzt streitet euch nicht an dem Mixer. Nee, bisschen mehr Dampf brauche ich schon. Also so gut ist meine Stimme noch nicht. Genau. Ja, willkommen zurück. Es war ein toller Aufzug, ein tolles Bild auf der Friedensbrücke. Und ja, wir sind immer noch stabil, mehrere hundert. Und ja, bewegen uns weiterhin auf die 1000 zu. Und wir geben nicht auf. Und ich kann nur jeden dazu aufrufen, sprecht mit euren Nachbarn, bringt sie einfach mit, dass wir hier ein Zeichen setzen und ein Zeichen dafür, dass wir hier Frieden wollen in diesem Land und auf der ganzen Welt mit allen Völkern und dass wir uns auch nicht gefallen lassen, dass die Corona-Verbrechen der letzten Jahre in Vergessenheit geraten sollen. Momentan tut ja die sächsische Regierung alles dafür, um dieses Vergessen anzuheizen. Ich sage jetzt nur das Denkmal für die Opfer der Corona-Maßnahmen in Zinnwald, welches entfernt werden sollte und nun mittlerweile, wie zu erwarten war, auch von Jugendlichen oder älteren Menschen, wir wissen es nicht genau, aber auf alle Fälle ja, Menschen, wo meiner Meinung nach Gelder dahinter stecken, die in einer Amadeo-Antonio-Stiftung gefördert werden oder in anderen Vereinen und Institutionen, die BRD hier hat, um ganz einfach die Wahrheit zu unterdrücken. Und das finde ich ganz furchtbar. Und dafür kämpfen wir, dass es endlich eine politische und juristische Aufarbeitung der Corona-Verbrechen gibt. Und dass es auch eine Aufarbeitung gibt, wer hier Kriegstreiberei betreibt und den Frieden mit allen Völkern der Welt gefährdet.